So. Ach du Scheiße, schon wieder. Können die mich eigentlich nicht einfach in Ruhe lassen? Kommt da hinten jetzt einer? Ich glaube, ich gehe von der anderen Seite. In der Hoffnung, dass da. Also, die Spawnrate von den. Enderman. Die Spawnrate von denen ist definitiv zu hoch. Viel zu hoch. Sowohl von den Creepern als auch von den Endermen. Und von den Zombies ist sie viel zu gering. Tschüss. Okay. Dann bräuchte ich wieder die Schaufel. Und würde dann sagen, wir fangen hier an. Oder hier, komm. Hier, fall mal in die Kuhle. Zack, zack, zack. Die sind aber auch hinterhältig, du. Man sieht und rechnet gar nicht mit denen. Man sieht vor allem nicht mit denen. Man sieht ja mit den Augen. Okay, also haben wir hier die Kohle. Das heißt, ich gehe hier in das Loch. Und schubsel die Erde da ein bisschen nach vorne. Mach. Hier noch einen. Schubsel die Erde weiter nach vorne. Und dann würde ich den da machen. Zack, zack. Zack. Und hier noch einen. Da noch ein, da noch ein. Und dann kannst du weg und du weg und du weg. So. Und dann hätten wir das auch schon mal erledigt hier. Und im Grunde. Im Grunde würde ich das hier hinten eigentlich auch machen wollen. Also quasi hier schon den Abstieg in diese Grube rein. Also wir kommen hier raus. Eigentlich mag ich das ja immer so einen Dreierplatz zu haben. Habe ich hier noch Erde? Ja. So, zack, zack. Zack. Gut, dann wäre das hier ein Dreierfeld. Genau. Kämen wir da raus. Da muss ich mir dann später noch was überlegen und dann würde ich hier wirklich in die Grube absinken. In die Grube. So, aber dafür würde ich dann ganz gerne die Schaufel nehmen. Und da nochmal die Erde hinknallen. So, dann wäre das hier ja richtig. Dann können wir das nämlich auch wegmachen und den da wegmachen. Und dann. Würde man an der Ecke hier eigentlich sogar sowas sagen.
Tages würde man das an der Ecke sogar sagen. Eigentlich nicht, ne? Also eigentlich würde man das nicht machen. Naja, auf der anderen Seite ist es jetzt ein Thema, mit dem man sich halt beschäftigen müsste. Das soll aber allerdings der Zukunftsbandit machen. Der Gegenwartsbandit, der hat jetzt die Schnauze voll. Der sagt, er geht ein bisschen ins Bettchen. Ist ja schon immerhin so und so viel Uhr. Da können kleine Bänditzlein ins Bettchen gehen. Gut, an der Stelle bedanke ich mich dann insofern schon mal für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine tolle Zeit. Ich werde mich, jetzt hat mich die Fackel da ein bisschen noch verschreckt. Ich werde mich an der Stelle ein bisschen hier positionieren, wo ich in Sicherheit bin. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O und man sieht sich. So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindclone für Mindtest. So, wir hatten ja jetzt hier schon mal ein bisschen die Wände gezimmert. Ich würde noch mal in meinem Inventar schauen. Wir haben noch ein paar Cobbles. Deswegen würde ich eigentlich fast sagen, wir ziehen hier die Innenwände noch ein bisschen hoch. Zumindest so gut wir es können. Wir hatten doch noch ein paar Kobolds. So rum, so rum, so rum, so rum, so rum. Verbrauchen wir die als erste. Ja, die wollte ich als erste verbrauchen und dann legen wir los. Da müssen wir, wenn wir froh sind, schaffen wir vielleicht gerade mal eine Reihe. Offenbar nicht einmal. Und zurück kriegen wir wahrscheinlich auch nicht hin. Zack. Muss ich halt wirklich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Und dann würde ich mal eine Kleinigkeit machen, etwas anderes als unser altbekanntes bisher. Ich habe nämlich da hinten. Jo, Hundi. Jetzt mal wieder ein bisschen fressi, fressi. Nein, ich wollte ihn nicht hauen. Genau, so war's. Okay. So, wir haben hier unten ja so ein paar Kreaturen. Quasi eine riesige Poolparty. Und insbesondere haben wir da hinten. Also quasi hier. Hier andere lustige Kreaturen, die ich gerne loswerden würde. Und ich sehe hier aber auch hier unten schon einen schönen Abfluss. So, und deswegen war ich am Überlegen, ob wir uns da nicht die Situation mal angucken. Ich bin der Meinung, da ist schon ein Creeper von dannen gesegelt. Und ich finde es auch ganz witzig, dass hier quasi die Oktopoden woran auch immer der jetzt gerade gestorben ist. Da war ja auch noch ein Creeper. Jetzt soll ich mal aufs Schwert gehen. So, und vielleicht sollte ich da auch mal ein paar Zäune hinzimmern. Oh, sehe ich schon wieder Nacht. Gut, dann würde ich mal ins Bettchen gehen, bevor hier wieder was Wildes passiert. Also manchmal, irgendwie dieses Bett ist gerade sehr bugig.
So, würde ich jetzt nämlich eigentlich mal sagen, ich würde eigentlich ganz gerne jetzt erstmal mein Inventar ein bisschen ausmisten. Da habe ich nämlich einiges an Blödsinn dabei, den ich derzeit gar nicht haben möchte. Deswegen räume ich dich mal wieder weg. Dich räume ich alles raus. Wie gesagt, es gibt hier jetzt einfach eine Menge Gezuppel, den ich loswerden möchte. So, da hatten wir ein paar technische Probleme mit der Aufnahme. Keine Ahnung, warum OBS gerade andauernd mein Audio verliert. Irgendwas ist da noch nicht so ganz hundertprozentig. Interessiert mich jetzt für den Anfang aber erst einmal nicht. Was ich jetzt machen wollen würde, wäre das Folgende. Ich würde mich auf eine kleine Abenteuerreise begeben. Ich muss mal mein Inventar nochmal sichten. Ich habe zu wenig Fackeln. Das heißt, Fackeln sollte ich mir noch ein paar machen. Zumindest sollte ich Holz mitnehmen. Wenn ich denn welches habe. Also hier ist keins. Hier wäre welches. Das müsste ich verwandeln können. Und dafür brauche ich keine Werkbank zum Glück. Und dann müsste ich das hier machen können. Und das hier. Das sollte uns dann erstmal reichen. Und dann würde ich hier. Habe ich hier noch Kohle irgendwo? Feuerstein, Tintenbeutel. Nein. Ja. Und dann würde ich hier uns ein paar Fackeln spendieren. So, Kohle sollten wir da, wo wir hingehen, genug kriegen. Zack und zack. Also eigentlich, auch komm eigentlich so rum. Gut, und nö, die restlichen, die haben wir da wieder rein. Genau, weil wir brauchen ja auch noch Kohle. So, dann würde ich mich mal in die Tiefen stürzen, aber vorher würde ich natürlich mal darunter schauen, ob da jetzt neue Kreaturen hausen. Es sieht nicht so aus. So, und dann war ja hier unsere lustige Höhle. Was haben wir denn hier? Okay, auch noch ein Oktopod. So, dann hätten wir hier eine lustige Höhle, in die wir mal gehen würden. Und dann würde ich versuchen, da mal eine Kleinigkeit zu finden. Tschüss. So, das Pferdchen bräuchte man auch gerade nicht. Und hier geht's auch nicht weiter. Das war eine Sackgasse. So, dann können wir hier nochmal wegflüchten. Und dann ging es hier hinten ja noch irgendwo weiter. Da glaube ich. Da müsste es ja dann auch. Nö, das war's denn eigentlich auch schon wieder. Und was ist da oben? Da oben geht es ja auch noch irgendwo hin. Auch in eine Sackgasse. Okay, diese Höhle haben wir also quasi erkundet. Das heißt, diese Höhle brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr. Wobei ich dann trotzdem gerne noch eine Kleinigkeit machen würde, nämlich genau dieses. Das finde ich nämlich eigentlich ziemlich geckig, dass wir hier diesen Wasserabtrieb haben.
Und den würde ich eigentlich ganz gerne für meine Vorteile nutzen. So, und dafür machen wir hier einfach mal den Gang ein bisschen breiter. Dafür brauche ich dann eine neue Spitzhacke natürlich.